Es kommt nicht selten vor, in Deutschland in der Öffentlichkeit, dass bei Gewaltstraftaten seitens der üblichen Verdächtigen eine Diagnose zum Täter schneller zur Hand ist als die erste Hilfe am Opfer. Schuldunfähigkeit, weil psychisch krank. Egal ob getreten, gemessert oder vor den Zug gestoßen wird, wenn der Täter einen Migrationshintergrund hatte, dann kann man von 3 runterzählen, bis die ersten Schlagzeilen zur mentalen Verfassung des Verdächtigen vorliegen. Wenn Sie denn überhaupt mal darüber berichten. Und auch ich würde sagen, dass jemand, der wahllos auf fremde Menschen in der Öffentlichkeit einsticht, nicht ganz sauber hier oben sein kann. Wie beispielsweise dieser Syrer hier, der im vergangenen April in einem Supermarkt im beschaulichen Allgäu ein 4-jähriges Mädchen mit einem 20 cm langen Messer malträtiert hat. Und zwar konnte er, komplett gestört, durch mehrfaches Einstechen auf das Kind die Gedärme der Kleinen zerfetzen, aber immerhin war er so geistesgegenwärtig, daraufhin das weiterzusuchen. Dafür haben die psychischen Fähigkeiten gerade noch so gereicht, fast so, als ob ihm selbst klar wäre, was er da angerichtet hat. Die Oberstaatsanwältin bezweifelte beim Prozess, dass der Täter empathiefähig sei. Ja, ach so, und ich dachte, er wäre ein geeigneter Anwärter für den ehrenamtlichen Einsatz in der Bahnhofsmission. Offensichtlich hat der Mann einen Knall, aber Schuldunfähigkeit ist nochmal davon zu differenzieren. Solche Diagnosen sind schnell zur Hand, wenn die Täter-Opfer-Konstellation nicht in das gewünschte Narrativ passt, der Täter etwa migrantisch ist. Ein anderes Beispiel ist der Fall des 18-jährigen Marokkaners, der im Juli einen Familienvater in den Rücken trat, damit die Treppen eines Bahnhofs runterstieß und ihn damit tötete. Aufgrund seines Cannabiskonsums zeige er Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung. Es wirkt fast so, als wolle man mit solchen Diagnosen die Schuld der Täter relativieren, aber beweisen kann man das nicht. Es liegt letztlich in der Hand der psychiatrischen Gutachter, das festzustellen. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass solche Gutachten auch eine politisch motivierte Komponente innehaben. In diese These passt die Äußerung des Richters Weiko Böhm, der den syrischen Messerstecher im Allgäu zu lebenslangem Aufenthalt in der Psychiatrie verurteilt hat. Es sei schwer auszuhalten, dass die AfD-Landtagsfraktion Anfragen zu dem Fall stelle und damit das Verbrechen für die eigene Weltanschauung instrumentalisiere. Aha. Schwer auszuhalten ist nicht der Mordversuch an eine 4-Jährige, sondern die Worte der AfD, die seit Jahren völlig zu Recht vor importierten Messerstechern warnt, welche genau diese Warnungen auch in regelmäßigen Abständen bestätigen. Und was ist das überhaupt für eine Selbstentblößung? Ein Richter ist zur Rechtsprechung gemäß dem Gesetzbuch und nicht zur politischen Kommentierung von oppositionellen Parteien berufen. Der Messerangriff hat nichts mit islamistischem Radikalismus zu tun, er ist allein einer psychischen Erkrankung geschuldet, unterstrich er. Ja, guten Morgen, das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil. Religiöser Fanatismus kann psychische Störungen befördern, wenn er nicht gar selbst eine ist. Der Täter sprach ja sogar selbst von einer göttlichen Eingebung während der Tat. Ich habe eine Hand gesehen und ich hatte diese Eingebung, wie groß die Person sein soll. Das, was passiert ist, war eine Eingebung von Allah. Wenn das ernsthaft die Schuld mindern soll, dann können wir auch alle Dschihadisten von ihrer Verantwortung an islamistischen Anschlägen freisprechen. Logisch denkende Menschen sollten selbst darauf kommen, aber hier steht die politische Befangenheit dem Richter offensichtlich im Weg. All diese Informationen und Herleitungen haben den Richter nicht interessiert, stattdessen griff er auf einen Klassiker zurück. Deutsche machen das auch. Auch ein schwäbischer Mann könne so etwas tun, in dem Fall gäbe es aber keine AfD-Fraktion, die einen Antrag stellt. Ich halte die Wette, zeigt mir auch nur einen Schwaben aus den vergangenen 20 Jahren, der wahllos auf ein Kind in der Öffentlichkeit eingestochen hätte, und ich bringe 4 Asylanten allein aus den vergangenen 10 Jahren, die entsprechend oder ähnlich aufgefallen sind, nur in Deutschland. Die Proportionen, was diese Konstellation anbelangt, sind schon längst ins Bodenlose pervertiert. Und selbst wenn man annimmt, dass alle zugewanderten Gewalttäter immer eine psychische Störung haben, zuerst einmal muss es, wie gesagt, noch lange nicht bedeuten, dass sie deshalb auch schuldunfähig sind. Fluchtreflexe sind beispielsweise ein Anzeichen für Schuldbewusstsein, wenn man hier auch mal eine Ferndiagnose wagen darf. Und zu guter Letzt, selbst wenn er schuldunfähig ist, was bringt das? Was bringt es den Opfern oder ihren Angehörigen zu wissen, dass der Täter mental krank ist, wenn sie daraufhin mit lebenslangen Folgen zu kämpfen haben, beispielsweise durch den Verlust der körperlichen Unversehrtheit oder eines Angehörigen? Was bringt diese Information den Betroffenen real? Den Sicherheitsbehörden in diesem Land sollte in erster Linie daran gelegen sein, Gewalttaten zu verhindern und nicht die Hintergründe dieser akademisch erklären zu können. Verantwortungsethik nennt man das, und Deutschland ist nicht verantwortlich dafür, die psychisch Kranken dieser Welt auszukurieren. Zur Erinnerung, der marokkanische Bahnhofstreter war am Tag zuvor bereits wegen Taschendiebstahl und Körperverletzung polizeilich aufgefallen und festgenommen worden. Ein Tag darauf die Entlassung und nur wenige Stunden darauf der Mord an einem unschuldigen Familienvater. Das heißt, Sie meinen, das Ganze ist zu lasch von der Justiz? Es ist zu lasch. Es ist eine Fehlleistung der Judikativen. Und
Dieser Auftritt ist nun fast genau 8 Jahre her und wir zeichnen immer noch dieselben Muster, was die lasche Judikative anbelangt. Die Justiz in diesem Land scheint nicht belehrbar zu sein bezüglich nicht integrierbarer Zuwanderer. Und die AfD ist die einzig parlamentarisch relevante Kraft, die genau diese Zustände vorhergesagt und vor diesen gewarnt hat. Ausgerechnet der AfD hier Instrumentalisierung und Hetze vorzuwerfen, zeigt nur, wie befangen die Justiz in diesem Land vom herrschenden Narrativ des Migrationsdogmas ist und wie tief die Indoktrination real greift. Und hier haben wir ein weiteres Opfer, das die linke Medienkaste wieder totschweigen wird, um ihre Mitverantwortung zu verschleiern und abzuwehren. Täter, ein Asylforderer aus dem Iran, Tatmotiv, Raubmord, nur ein weiterer bedauerlicher Einzelfall. Sichere Außengrenzen, konsequente Abschiebungen und eine harte Justiz hätten all diese Taten zuverlässig verhindert, Leben verschont und ganz nebenbei auch mehrere Millionen Euro dem Steuerzahler an Ausgaben erspart. Denn zur Erinnerung, der Messerstecher vom Allgäu wird fortan bis an sein Lebensende durch den Steuerzahler in einer Anstalt beherbergt und versorgt. Angesichts solcher Zustände immer noch auf eine Wende durch die März-CDU zu hoffen oder die AfD nicht zu wählen, weil man sich an Höcke stört, zeigt nur, dass man den Ernst der Lage nicht begriffen hat. Eine Veränderung geht niemals ohne Schmerz und die aufnehmende Gesellschaft zahlt hier täglich den Blutzoll für dieses Experiment. Was wir verstehen müssen, ist, dass diese Gewaltserie nicht aufhören wird, bis den Tätern nicht spürbare Konsequenzen drohen. Solange für sie nichts ernsthaft auf dem Spiel steht und auch die politisch Verantwortlichen diese Zustände jahrelang aussitzen können, ist kein Ende in Sicht und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dich oder jemanden in deinem Umfeld trifft. Bis zum nächsten Mal.